Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute mal einen Mischmasch-Haul. Und zwar, das erste ist, gefällt euch mein neues Piercing? Es ist sogar noch etwas blutig, aber ich habe mir einen neuen Ring einsetzen lassen. Das hat furchtbar wehgetan. Ich dachte, ich muss sterben, aber ich habe es überlebt. Deswegen bin ich hier und kann mit euch filmen. Und war in der Stadt unterwegs, auch mit einer guten Freundin. Und wir waren bei Kiko. Und wir waren auch beim DM und wie gesagt, seid ihr ganz neu auf meinem Kanal, dann abonniert den und drückt mir den Däumchen für dieses Video. Mögt ihr diese Beauty-Frauen nicht, die ständig einkaufen gehen, dann seid ihr hier an der falschen Adresse, aber das macht ja nichts, meine Schatzeleins. Ich werde euch definitiv jetzt mal zeigen, was ich entdeckt habe und ich habe ein tolles Dupe gefunden. Habe wieder Geld gespart, obwohl ich es ausgegeben habe. Dann bleibt einfach dran. So, wir fangen mal an mit dem kleineren Übel. Und zwar war ich bei DM und habe mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte nur gekauft. Ich war heute so schlecht. Ich habe so wenig bei DM gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist... Also, Leute, ich habe Babytücher mitgenommen. Und zwar, also ich fühle mich jetzt nicht wie jemand, der euch nur Schminksachen zeigt. Natürlich zu 90%, aber ich habe auch ein normales Leben und ja, ich putze Klos und ja, ich bin Altenpflegerin, ich putze auch Pos. Also deswegen, ich brauche immer, immer, immer Feuchttücher. Und zwar, ich habe ja noch kein Kind mit meinem Verlobten, aber man kann Babytücher zu so viel benutzen. Also ich benutze die zum Staub abwischen, zum mal den Boden durchwischen, vor den Katzenklos zum Beispiel. Ich muss sagen, sie sind multifunktional und es gibt ja auch diese Allzwecktücher, die sind aber sehr, sehr teuer. Das heißt, das sind ja praktisch eigentlich solche Bodenwischtücher, wo ihr eigentlich speziell dafür benutzt, ja, wenn ihr praktisch einen Boden putzt oder so. Das finde ich aber etwas teuer, muss ich sagen. Daher nehme ich immer diese Babytücher. Davon habe ich mir zwei Päckchen gekauft. Da kostet eins, glaube ich, 3,45 Euro. Und ich muss sagen, die könnt ihr echt für alles benutzen. Auch mal, um meinen Schminktisch abzuwischen oder so. Ich finde die super multifunktional und die kann ich echt nur empfehlen. Benutzt sie auch einfach mal, zum Beispiel, um den Boden vor eurem Küchenspülbecken zu putzen oder so. Also auch mal durchs Waschbecken, wenn die Zahnpasta da drin klebt oder so. Weil ich finde es... nicht so eine Verschwendung, jetzt mal ein Tuch daraus zu holen, wie jetzt 10 Liter Wasser in den Eimer zu kippen und mir dann noch voll das Theater zu machen mit dem Wischmob und so. Ah, das ist nicht so meins, ja. Dann habe ich mir noch ein Spülmittel mitgenommen. Und zwar das Spülmittel Ultra und zwar mit dem Duft Summer Island. Ah, da freut sich doch mein Gerstenkorn über diesen Ananasduft. Der riecht sowas von toll. Also er riecht, richtig? Der riecht nach Urlaub. Also wenn ihr daran riecht, seid ihr mindestens in Domrep oder in Hawaii. Das ist ein richtig geiler, unkünstlicher Ananasduft. Und ich sag's euch, sogar mein Freund spült jetzt ab. Also es ist super, super cool. Kostet 79 Cent. Ich werde euch die Preise diesmal sagen, weil ich glaube, ich habe den Kassenzettel nicht mehr. Shame on me. Also ich habe die Preise eigentlich im Kopf, sind nämlich echt nicht vielartig. Also wie gesagt, das waren 79 Cent. Das gibt es auch noch in einer Coconut, ich glaube, das andere heißt nicht Summer, das heißt Coconut Island oder so. Ist auch richtig geil. Habe ich auch in der Küche. Damit spült aber die Mutter ab. Dann habe ich noch mir aus der Tropicalize LE von Trended Up diesen total geilen türkisfarbenen. Der hat aber gar keinen Namen, sehe ich gerade. Nö, das ist einfach eine... ein total geiles Türkis. Mir gefällt ja wahnsinnig gut. Und wie gesagt, der ist einfach total farbig und mir gefällt der wahnsinnig gut. Dann habe ich mir noch einen mitgenommen, einen Lippenstift auf derselben. Das ist ein LE. Das ist jetzt von Trended Up die aktuelle LE. Da gab es also sogar zwei Aufsteller bei uns im DM. Also es war schon richtig gut. Und zwar ist es ein super, super schöner, total toller Malveton. Und zwar ist es die Farbe 010 aus der LE. Das ist ein cremiger Lippenstift, den kann ich auch mal auftragen. Der ist total schön. Oh, der hält sich toller. Ich muss sagen, die Lippenstifte von diesen ganzen Marken, die recht günstig sind, sind sowas und toll. Man, da ist jetzt noch ein Gloss drüber, ein bisschen Korall. Jetzt ein bisschen verfälscht, aber ihr seht ja, das ist so ein Malveton, der ist unheimlich schön. Und dann kommt das Allerbeste. Leute, ich habe doch erst gestern das hochgeladene Video von den Jeffree Star Chrome Collections, von diesen, wo ich ja völlig enthusiastisch war. Und jetzt war ich im DM und habe diesen hier gefunden. Und diesen auch noch
Ich habe sowas Geiles schon lange nicht mehr gesehen. Das ist mal so ein krasser Dupe für diesen Summer Snowcon von Jeffree Star. Das ist ein aus der LE von den Bohemian Tropics. Und zwar kostet der 4,95 €, Leute. Rennt in den DM und holt euch diesen Bronze, das ist unglaublich. Und der da, der ist ein bisschen, der ist auch mit diesen halt beide metallisch. Ja. Und ich werde den jetzt euch direkt auftragen, damit ihr sehen, von was ich so excited bin. So. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen dickeren Brush. Und jetzt werde ich mal den Bohemian Tropics, das ist ein Body-Schimmer. Und zwar könnt ihr den überall auftragen, wo ihr Bock habt. Es gibt aber viel Kickback. Das heißt, ihr habt relativ viel Produkt, ja. Oh, Leute, der ist sowas von gorgeous. Wirklich, oh, Jesus. So, ich knall mir jetzt voll das Gesicht mit zu. Also, ihr seht, er hat schon so einen gelben Ton hier, ja. Das ist ein Highlighter, Leute. Oh mein Gott, guckt euch das mal an, ey. Der Summer Snow Cone von praktisch Jeffree Star sieht auch nicht viel anders aus. Aber wie gesagt, darunter, wenn ihr praktisch das Pen trifft, seht ihr das? Da habt ihr praktisch ein Bronzing-Puder, was ähnlich gefärbt gewesen ist wie das, wo ich euch schon mal gezeigt hatte, von diesem Physicians Formula. Und zwar ist da so eine tolle Schicht drüber. Aber Leute, sieht so unmöglich aus. Auf jeden Fall ist der wunderschön. Jetzt bin ich mir nur nicht ganz sicher. Das ist halt ein Heil. Also, ja, oben drüber ist halt so Goldglitzerpartikeln, ja. Aber darunter ist ein ganz, ganz toller Bronzer. Das habe ich mir extra gelesen, der auch so Goldpartikel noch drin hat. Das ist jetzt praktisch die erste Schicht. Aber es ist unheimlich schön. Also, aber ihr seht schon, seht ihr das? Da kommt schon ordentlich Kickback raus. Aber er ist unheimlich schön. Den hier zum Beispiel kann ich euch auch mal swatchen. Das ist auch einer, der eine Glitzerlayer hat. Seht ihr das? Also das praktisch, das ist jetzt nicht durchgängig der Highlighter, ja. Aber dadurch, dass er auch gleichzeitig ein Bronzer ist, könnt ihr den unheimlich gut verwenden. Wie gesagt, ich sehe jetzt halt, dass da jetzt ein richtiger Bronzer drunter ist. Aber ich muss sagen, der geht ja durchgängig durch und ihr könnt den sehr wohl auch als Highlighter benutzen. Der ist mega. Die sind beide von der LE und ich vermenschliche mich mal wieder. Ich sehe aus wie so ein Alien. Und fand ich super schön. Kann ich echt nur empfehlen. Wie gesagt, das ist jetzt von diesen LEs. Ich habe die jetzt extra vom LE-Ständer runtergenommen und sind echt schön. Dann war ich noch bei Kiko. Und zwar bei Kiko gibt es gerade einen super krassen Sale. Das ist nicht normal, Leute. Ich habe wirklich die ganze Tüte voll mit Sachen gekauft, weil die einfach so toll waren. Und zwar habe ich einen Nail Polish Fixer gekauft. Und zwar ist das eins so ein Spray, wo man über die Nägel drüber geben kann. Und der hat mich gekostet, ich glaube, 5,10 € statt 10 €. Und das soll wohl ein ganz tolles Spray sein, das praktisch mir hilft, dass die Nägel besser trocknen, ja. Dann habe ich mir noch einen Matt-Effekt Topcoat gekauft. Und zwar habe ich den direkt mal getestet, Leute. Seht ihr das an diesem Pink? Und der ist unheimlich schön geworden. Der, den ich drauf habe, ist von den Ico Nails ein pinkfarbener. Oh mein Gott, ich glaube, so das ziemlich krasseste Pink, was ihr finden könnt. Habe ich einmal Matte-Fact und einmal als Topcoat mit. Die liegen so etwa bei 3 €. Die liegen aber immer so etwa 30 bis 50% unter dem Normalpreis, ja. Und dann habe ich eine Reihe mir mal eigentlich fast aufgekauft, die ich eigentlich so noch gar nicht im Auge hatte. Weil, so 6 € für so einen Einzellidschatten finde ich manchmal auch ein bisschen viel, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen habe ich eigentlich auch nicht so arg viel davon, ja, weil das ist mir einfach auch zu viel, das ist mir dann zu teuer. Und zwar habe ich 6 oder 8 Stück von diesen High Pigment Wet and Dry Eyeshadows gekauft und zwar in folgenden Farben. Normalerweise kosten die, glaube ich, um die 6 € und die haben jetzt 2,95 € gekostet. Und zwar einmal in der Farbe 18. Das ist so ein wunderschöner Goldton, der unfassbar schimmert. Und ich habe den schon benutzt, nass, also praktisch einen Pinsel angefeuchtet mit meinem Spray von Balea. Leute,
into the face. Ganz ehrlich. Also der könnte zum Beispiel auch als Highlighter benutzen. Ich glaube, 100% funktioniert das. Dann habe ich mir einmal so einen Malveton mitgenommen. Und zwar in der Farbe 62. Auch wunderschön. Dann habe ich mir noch einen mitgenommen in einer sehr grünen Farbe, aber mit so richtig geilen Goldpartikeln drin. Und zwar in der Farbe 28. Dann habe ich mir noch in der 49 nochmal so einen Rosé-Gold-Kopperfarbenen Ton mitgenommen, weil ich finde die eigentlich auch ganz gut zum Transition. Also praktisch, um in der Lidfalte einen tollen Look zu zaubern. Das ist eigentlich mega, mega gut. Und dann habe ich mir praktisch noch 4 Farben gekauft, die ich abgestimmt aufeinander gekauft habe. Ich stehe ja gerade unwahrscheinlich auf dieses Cut Creasing, aber auch auf diese sommerlichen Smoky Eyes Looks. Und zwar habe ich jetzt einmal ein Gelb mitgenommen, zum vielleicht auch mal auf das Lid so komplett aufzutragen und dann einen schwarzen Eyeliner. Darauf sieht es echt schick aus. Dann habe ich mir noch einen passenden dunkleren Ton zum Abdunkeln in den Lidfalten genommen. Und dann habe ich mir zweimal gedacht, ich glaube, ich habe denselben gekauft, aber das stimmte dann gar nicht. Und zwar ist es hier einmal ein Ton, das ist ein matt-orange. Den hätte ich, also ich hätte das jetzt so aufgebaut, praktisch den in die Falte, das Gelb in das Zentrum und das zum Upsmoken in den Ecken. Also ich glaube, das ist ein ganz cooler Sommerlook. Und dann habe ich mir praktisch, um praktisch nochmal ein bisschen Farbspiel drin zu haben, habe ich mir praktisch nochmal so ein Orange mitgenommen, der so goldfarbene Pigmente drin hat. Aber normalerweise kosten die, wie gesagt, 6 Euro und ich habe jetzt für jeden nur 2,95. Diese Aktion gilt jetzt diese Woche noch. Es kann auch sein, dass es nächste Woche noch gilt. Dann habe ich mir nochmal 2 Single Eyeshadows gekauft. Und zwar mag ich auch unheimlich gerne mal rosa und pinkfarbene. Jetzt habe ich mir so eine Base gekauft, praktisch so ein beige, ja, ist schwierig zu sagen, ist so ein beige-rosa, ja, in der Farbe 17. Und zwar ist es von diesen Single Eyeshadows, da steht Color Eyeshadows Smart. Da kostet, glaube ich, einer nur 1,70 oder so. Und dann habe ich mir nochmal so ein Malveton mitgenommen und zwar mit so lila-blau reflektierenden Pigmenten da drin. Ja, also da sind kleine blaue Pünktchen drin. Das kann ich euch leider so, so schlecht zeigen. Das sieht man absolut nicht. Aber auf jeden Fall ist das jetzt kein so ein langweiliger, ja. Dann habe ich mir noch, die waren auch im Angebot. Und zwar für 2,40 Euro habe ich mir diese, wie heißen die denn? Das sind so glossige Lippenstifte. Also die sind, das sind Glosse und Leute, vom Tragegefühl her, ich kenne nichts Besseres. Also ihr könnt euch das vorstellen, der Geruch ist auch super zart vanillig, so ein bisschen nach Keks. Aber total geil, total schön. Dann habe ich hier nochmal einen bisschen ja, pinkner. Kann ich euch auch mal swatchen. Und zwar ist das in der Farbe 814, der davor war ein 805 und dann habe ich noch einen Koralligen, den habe ich mittlerweile aber in der Handtasche, weil ich keinen Labello dabei hatte. Und ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, der hat auch nur 2,40 Euro gekostet. Aber da sind alle Farben geil, Leute, alle, da wusch bekloppt in dem Milaneo. Im Milaneo gab es bei uns in Stuttgart, das ist praktisch der großes Einkaufszentrum, und im Gerber in Stuttgart, da gibt es ja beides Kikos und ich war jetzt im Gerberviertel drin und es war einfach unfassbar, ich bin da absolut durchgedreht. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen, was ich schon lange eigentlich haben wollte. Und zwar ist das von Kiko, ein Glitter-Eyeliner. Ja, der hat gekostet 5,50 Euro knapp um den Dreh rum. Wie gesagt, ich habe in etwa die Preise dazu gesagt. Ihr müsst halt bedenken, ihr gebt jetzt einfach mal einen Kiko rein. Ja, und oh Gott, das ist so toll. Ich habe halt immer gesehen, gerade amerikanische YouTuber, die schaue ich ja unheimlich gern. Ja, weil also, die Deutschen sind halt schon gut, aber die Amerikaner sind verdammt gut. Aber sie haben auch, muss man auch einfach dazu sagen, ganz andere Produktrange wie hier. Wir haben halt so normale Produkte und die haben halt richtige krasse Marken wie Too Faced. Das haben die schon seit Jahren dort, denn ist schon langweilig. Wie gesagt, ich habe jetzt euch vor allen Dingen im Kiko, wie gesagt, gibt es mindestens 20% auf die Produkte, bis zu 50%. Und wie gesagt, diese beiden Nagellack. Habe ich mir fast ein Loch in. Also, wie gesagt, gerade der Matte-Effekt. Ich finde auch die Verpackung irre geil. Das sieht aus wie ein 200-Euro-Nagellack. Unheimlich schön. Die LE von den DM fand ich auch richtig, richtig gut. Wie gesagt, das ist. Ich mag solche Mischmasch-Hauls. Ich mag das, euch alles zu zeigen, weil ich google nie irgendwie im YouTube nach DM-Hauls prinzipiell.
Ich schaue mir lieber gerne alles an, weil es ist mir einfach leichter und es ist auch wunderbar, mit euch dann einfach in Kontakt zu treten. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen und ihr guckt immer wieder gerne meine Videos. Und wie gesagt, ich fühle mich unheimlich geehrt. Ich habe fast 80 Leute, die gerne bei mir vorbeigucken. Ich finde das total toll und ich bin auch total euphorisch. Jeden Morgen gucke ich rein, wie viele Abonnenten haben wir denn? Und dann ist wirklich einer mehr und ich bin so, so dankbar, dass jemand wirklich gerne, gerne, gerne bei mir reinschaltet. Ich hoffe, dass ich weiterhin dir unheimlich viel Spaß machen kann. Und wie gesagt, nochmal so, klar habe ich viele Hauls und so, aber ich glaube, ich kaufe gar nicht viel anders ein wie andere Mädels, nur dass man bei mir halt ein bisschen mitbekommt, was ich einkaufe. Was mir halt sehr, sehr wichtig ist, sind zum Beispiel gerade diese Rabattwochen und so. Das wäre halt einfach toll, wenn ich das weiterhin machen kann, weil es macht mir unheimlich Spaß, euch zu zeigen, was ich praktisch jetzt hier gespart habe und wo ihr halt super, super tolle Angebote finden könnt. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass du weiterhin dabei warst, dass du dich weiterhin über mich freust und wir sehen uns bald, bald wieder, spätestens am Wochenende.